So, willkommen zurück hier in Deutschland. Ich bin hier der Bundeskanzler. Ich habe hier das Sagen, zumindest begrenzt, zumindest noch für 4 Punkte. Ja, letzte Folge haben wir mal reingeschaut in dieses Spiel. Ich habe gesagt, wir werden mal bis ungefähr Anfang Dezember ein paar Folgen machen. Das hier ist Folge 2 von 10 insgesamt. Ich denke mal, das ist erstmal eine gute Idee. Wir haben noch 4 Punkte in diesem Quartal über. Unsere Popularität ist ausreichend groß. Naja, wir ändern jetzt erstmal Dinge. Und, wir könnten nochmal hier gucken bei der Adepositas, da hatte ich ja schon den Schulsport eingeführt. Ich bin aber dafür, dass wir hier nochmal zusätzlich das kostenlose Schulessen in Angriff nehmen, wobei das uns auch eine ganze Menge Geld kostet, sehe ich gerade. Ja, vielleicht gucken wir dann ganz kurz nochmal, bevor wir das machen, ob wir nicht Einnahmen generieren können. Zum Beispiel... zum Beispiel indem wir die Militärausgaben kürzen. Das wollten wir eigentlich machen, oder? Ja, wir wollten eigentlich das kürzen hier. Das können wir uns gerade nicht leisten. Da brauchen wir 6 Kapital. Okay, das merken wir uns also schon mal fürs nächste Mal. Militärausgaben kürzen. Und hier haben wir noch die Internetkriminalität. Ich gucke mir mal so die roten Punkte an. Die Internetkriminalität. Kriminalität, da können wir die Geheimdienste quasi für nehmen, die reduzieren die Internetkriminalität. Umfassende Spionagebehörde, wir könnten die Ausgaben ein bisschen steigern, das organisierte Verbrechen würde ein bisschen nach unten gehen, die Internetkriminalität würde deutlich nach unten gehen. Patrioten finden das gut. Die Kriminalität, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, würde auch ein bisschen nach unten gehen. Die Liberalen finden das nicht so gut. Hightech-Spionagedienst finde ich jetzt auch nicht so schlecht tatsächlich für 4 Punkte. Das Ding ist in diesem Spiel, man muss sich immer überlegen, wo will ich eigentlich was machen, ja? Was haben wir oben für grüne Punkte? Erasmus-Programm. Bin ich ja persönlich ein sehr großer Freund von. Habe ich nämlich meinen Freund drüber kennengelernt. Was haben wir hier? Beteiligung der EU. Was haben wir hier unten noch Schickes? Währungspolitik. Haben wir uns noch... Was ist das hier? Atemwegserkrankungen. Achso. Wir haben nur 4 Punkte. Was ist denn das? Ein antisoziales Verhalten. Ja, hier, das finde ich ganz schlimm. Überwachungskameras könnten das senken. Müssten das auch senken. Ihr seht übrigens hier an diesen runden Kreisen, da seht ihr immer Farben. Die roten bedeuten, man kann nicht mehr allzu viel machen. Die grünen bedeuten, hier kann man noch eine ganze Menge machen. Ja. Wir könnten uns nochmal um die Autos kümmern. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Stau. Verkehrskollaps. Also die Autofahrer ein bisschen zu reduzieren, wäre jetzt auch gar nicht so eine schlechte Sache. Wir könnten zum Beispiel staatliche Schienenverkehrsgesellschaft noch mehr Ausgaben produzieren. Nee, eigentlich würde ich ganz gern ein bisschen Einnahmen produzieren. Kunstgalerie, nee, jetzt auch nicht so gut. Schulsport. Lass nochmal gucken. Das Essen würde mich was kosten? Die Armut würde ein bisschen runtergehen, klar, weil die natürlich das Essen nicht mehr bezahlen müssten. Was machen wir in der nächsten Runde? Was wollte ich jetzt gerade hier machen? Die Internetkriminalität bekämpfen, richtig? Durch die Geheimdienste. Da muss ich halt überlegen, ne? Internetkriminalität oder Essen für die Kinder? So. Nehmen wir mal Internetkriminalität. So. Okay. Ich finde, das Interessante tatsächlich hier ist, dass man sich erstmal über all die ganzen Zusammenhänge bewusst werden muss. Ne? Was ist das hier für ein Button? Die Landwirte gehen zurück. Die Zufriedenheit geht zurück. Das Einkommen geht zurück. Na gut, so, wir drücken mal drauf und schauen uns mal an, was das Ganze gebracht hat. Die Kriminalität geht zurück, das ist doch hervorragend. Die Armut steigt, das ist natürlich nicht so schön. Sexuelle Nötigung. Ah, ist klar. Ja. Mach mal den Sound leise.
Die sexuelle Nötigung einer Frau in den öffentlichen Verkehrsmitteln dominiert die Medien und hat zu einem nationalen Aufschrei geführt. Gewaltverbrechen gegen Frauen sind abscheulich. Dass eine Frau in der Öffentlichkeit ohne jegliche Intervention vergewaltigt werden konnte, lässt ein verdammendes Urteil über unsere Gesellschaft zu. Die Wählerschaft fordert die Regierung dazu auf, sich mit Gesetzlosigkeit und der Geschlechtergleichheit zu befassen. Liberalen finden das nicht so cool. Ja, ich finde es auch nicht cool tatsächlich, aber schwierig. Heute Abend erzählt der wütende Autoverkäufer Arnulf, wie die Regierung mit der katastrophalen Maßnahme Emissionsbeschränkungen für Kfz sein einst erfolgreiches Unternehmen zerstört. Arnulf steht kurz vor der Schließung. Was haben wir denn da gemacht? Emissionsbeschränkungen? Ah, Emissionsbeschränkungen. Das ist natürlich ein schöner Hinweis, Arnulf. Hier können wir quasi mit ein bisschen politischem Kapital mit 4 mit 7 mit 4 mit ein bisschen Geld könnten wir die Umweltschützer hier die Umwelt, ach guck mal hier, richtig schön CO2-Ausstoß reduzieren, Umstellung auf Elektroautos fördern, machen wir direkt. Danke Arnulf, guter Hinweis, guter Mann dieser Arnulf. So, passable Dings. Sehr gut, neue Situation. Überfüllte Justizvollzugsanstalten. Sind wir da schon über den Wert drüber? Ich weiß noch nicht. Ich glaube nicht, ne? Wirtschaftsprognose. Hervorragend. Haushaltsdefizit ist auch fast runtergegangen und der Umfragebericht Menschen ist ihre Regierung gleich. Wir schätzen, dass wir bei einer Wahl 46% der Stimmen erhalten würden. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht hier. Das blinkt nicht mehr. Guck mal. Oh ja. Von 93% auf 66% runter. Das ist doch hervorragend. Können wir mal schnell zur Polizei schalten. Gucken, ob wir bei der Polizei noch irgendwas machen können. Für 2 und ein bisschen viel Geld. Könnten wir die Kriminalität runterdrücken, die Gewaltverbrechen runterdrücken, die Konservativen glücklich stimmen, die Beamteten Personen machen, die Arbeitslosigkeit würde ein bisschen steigen. Wir müssen was für die Arbeitslosigkeit tun. Das antisoziale Verhalten würde runtergehen. Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir schon viel gemacht, ne? Wir haben die Emissions-Ding-Ding-Ding gemacht. Buszuschüsse. Kfz-Emissionsbeschränkungen hier. Achso, das haben wir ja schon eingestellt. Alles klar. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Wir kriegen die Dicken nicht runter. Das ist ja verrückter Quatsch. Warte mal, wir wollten das kostenlose Schulessen einführen. Ja, das können wir uns nicht leisten. Elternmitgliedschaft würde steigen. Eltern würden sich freuen. Armut. So, warte mal. Ich wollte gerade sagen, es hat gar keinen Einfluss auf Adipositas, aber doch hier unten hat es einen Einfluss auf Adipositas. Es würde leicht zurückgehen. Wir machen das mal so. Ich finde, ich habe mir jetzt nur hier Schulessen und Schulsport genommen. Ja? Und da muss man einfach sagen, Kfz-Nutzung hier ist auch ein Ding. Wenn man jetzt hier nur auf Schule fokussiert, dann gehen wir natürlich mehr für die Kinder, ne, als für die Erwachsenen. Wir können auch eine Kampagne für gesunde Ernährung machen. Ja, machen wir auch noch. Das wird jetzt mal so ein lasches Quartal hier. Jetzt gucken wir aber auch noch mal eben auf die Dinge, die Umweltproteste. Wir müssen was für die Umwelt tun. Umweltschutz. Das ist wahrscheinlich wieder richtig teuer, ne? Wo das geht. Das BIP geht dann runter. Das ist natürlich blöd, weil
Wenn BIP runtergeht, geht auch Arbeitslosigkeit hoch, meistens. Hatten wir hier schon was gemacht? Die Geheimdienste. Hatten wir ja schon nach oben geschraubt, ne? Was haben wir denn hier sonst noch? Gesetz gegen geschlechtliche Diskriminierung. Antisoziales Verhalten. Ich will mich ganz kurz mal über die roten Punkte informieren. Achso, warte mal, wir wollten ja die Militärausgaben auch senken, ne? Wie ist denn damit? 6. Ja, finde ich schon mal nicht so ganz so schlecht. Patrioten finden das nicht so cool. Arbeitslosigkeit, warte mal, was? Ah, Arbeitslosigkeit nimmt ein bisschen zu, ja, ich verstehe. Aber das machen wir mal. Ja, und was wir auch früher oder später mal angehen müssen, ist halt die Rente. Entweder das Rentenalter nach oben setzen. Wie haben wir das denn gerade? 66. Wir bräuchten 4 Kapital, um es auf 67 zu setzen. Interessanterweise heißt das nicht, dass wir dann Renten sparen. Gesetzliche Rentenkosten. Lass mal gucken. Gesetzliche Rente, ob man die auch reduzieren kann. Die ist sehr hoch. Ich könnte mit 8 Kapital die von 47 auf 41 BN runter reduzieren. Was würde das machen? Das würde Wohlstandsgefälle zwischen ändern. Das würde Rentnerinnen nicht gut tun. Kapitalisten fänden es ein bisschen gut. Die Armut würde ein bisschen steigen. Private Altersvorsorge würde ein bisschen steigen. Das finde ich auch gar nicht so eine schlechte Sache. Wohlstandsgefälle zwischen Generationen würde abnehmen, ja. Also das halten wir auch mal im Blick. Ich glaube, das ist auch mal keine schlechte Idee, um ein bisschen Geld zu sparen. Können wir mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Tabaksensibilisierungskampagne. Jetzt aber auch nicht. Städtische Bauern für Start-up-Kampagne. Das könnten wir eigentlich mal machen. Die Selbstständigen würden hochgehen. Die Selbstständigen mögen uns doch. Wie war das hier links? Ja, nicht so ganz. Kapitalisten fänden es gut, Sozialismus fänden es nicht so gut. Wir können mal gerade gucken, das habe ich noch nicht so richtig gemacht, wer eigentlich so am ehesten, am stärksten bei uns ist. Also Liberale, habe ich ja schon gesagt, die sind die stärkste Gruppe quasi. Die Kapitalisten sind die zweitstärksten. Umweltschützer sind viele. Beamte haben wir viele, Pendler haben wir viele. Da können wir natürlich mal gucken, ob wir denen nicht was Gutes tun, indem wir zum Beispiel Buszuschüsse raushauen. Wir sparen ja gleich an der Rente. Die Pendler nehmen zu, die Autofahrer nehmen ab. Das ist doch super, die Busnutzung steigt. Müsste da nicht auch irgendwas mit hier... Das machen wir einfach mal, komm. Müsste da nicht eigentlich noch was CO2 eingespart werden oder so? Gut. Ich würde sagen, dann war es das. Den einen Punkt sparen wir uns mal auf. Schalten wir ins nächste Quartal und gucken mal. Kriminalität haben wir runtergedrückt, sehr gut. Und die Armut haben wir auch runtergedrückt, hervorragend. Die Arbeitslosigkeit liegt bei... Ja, wie viel eigentlich? Das hier sehen. 31%. Eieiei. Okay, das müssen wir nochmal verändern. So, verbesserte Mietrechte. Es liegt ein Vorschlag für die Erhöhung der Rechte der Mieterinnen und in Mietunterkünften vor. Die Angst vor einem plötzlichen Rauswurf aus dem Zuhause, einem Anstieg der Miete bis ins Unbezahlbare oder unzumutbar lange Wartezeiten, bis Reparaturen durchgeführt werden, macht das Mieten von Unterkünften derzeit sehr unbeliebt. Ja, das ist auch in der echten Welt ein Problem.
So, aktuelle Rechte beibehalten. Der Mietmarkt ist ein gutes Beispiel für einen freien Markt. Vermieter konkurrieren um die besten Mieter und die Mieter können sich ihr Zuhause je nach Kosten, Ort und Reputation aussuchen. Es besteht kein Bedarf für weitere Gesetze, die alles noch mehr verkomplizieren. Wenn Mieter mit dem Service der Vermieter nicht zufrieden sind, können sie aus freien Stücken die Unterkunft wechseln. Das ist ja kein realistisches Szenario bei uns zumindest. Ne? Wir haben, ja, ich will nicht sagen, eine Knappheit von Wohnungen, aber die Vermieter haben sowas von der Steuer in der Hand. Ja. Viele Menschen können sich die Kaution für den Kauf eines Hauses schlicht nicht leisten und sind deshalb auf Mietimmobilien angewiesen. Ohne Schutz vor willkürlichen Zwangsräumungen oder Mieterhöhungen können diese Menschen niemals so entspannt und sicher leben, wie Hausbesitzer es tun. Vermieter, die ihre Pflichten wahrnehmen, haben vor sinnvollen Anpassungen der Gesetze nichts zu befürchten. Ja, das klingt logischer irgendwie. Das freut die Armen, die Sozialisten, die Kapitalisten finden es nicht so gut und die Vermögenden, ja, finden es auch nicht so gut. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. So. Mann, ich habe was im Hals. So, Wahlbericht. 1,3 Millionen neue Mitglieder und 125.000 neue Aktivisten gewonnen. Hervorragend, wir sind einfach die Besten. Gesundheit geht auch deutlich nach oben. Die Umweltverschmutzung ist im Gange. Das ist natürlich blöd. Obwohl, ich habe doch die Kfz-Nutzung, würde ich doch sagen. Versuche ich doch gerade runterzudrücken. Ist deutlich gestiegen. What the heck? Obwohl ich die Kfz-Steuer schon was sind das denn eigentlich für ein Button? Aktuell. Achso, das heißt, da wird gerade dran gedreht. Na, mach mal weg. Na, hier die Autonutzung, Kfz-Nutzung geht deutlich runter um 0,4%. Zu grob. Kann man natürlich auch sagen, warten wir mal ab, was da passiert. Ne? So. Oh, wir haben einen Überschuss von 5,59 Billionen. Also in Milliarden halt, ne? Ihr wisst schon. Das ist doch schön. So, jetzt gucken wir erstmal, blinkt irgendwas? Nö. Was machen denn die Adipositas-Leute? Das geht einfach nicht runter. Das ist ja crazy shit. Kostenloses Schulessen. Schulsport interessiert die auch gar nicht, ne? Ja, da müssen wir irgendwas anderes noch machen. Wie wäre es denn mit einer Kampagne für... Achso, das haben wir schon. Ist schon auf Maximum. Kfz-Nutzung müssen wir irgendwie runterkriegen. Wie wäre es denn mit Kfz-Steuermittel? Hohe Kfz-Steuer würde uns 11 politisches Kapital kosten, ja? Würde uns auf jeden Fall einnahmemäßig von 6,5 auf 7,6. Das ist schon mal nicht schlecht. Kfz-Nutzung würde noch mal weiter runtergehen. Warte mal, wir wollten die Militärausgaben kürzen. Boah, da sind wir jetzt schon ordentlich. Haben wir ja schon ordentlich gekürzt gehabt. Ja, okay. Ich meine, noch mehr Überschuss wäre natürlich... Achso, wir wollten auch die Rente gehen, ne? Fällt mir gerade ein. Hier, gesetzliche Rente. Da wollten wir doch mal ein bisschen sparen. Das werden wir tatsächlich auch tun. Wir werden einfach mal von 47 Billionen auf 41 Billionen schalten. Um ein bisschen Geld zu sparen. Die Rentner mögen uns auf jeden Fall bisher ganz gut. Das ist schon mal gut. Die Armen mögen uns auch, die Autofahrer mögen uns nicht, die sollten ja noch weiter zurückgegangen sein eigentlich. Oh, die haben jetzt bei 23 so ein Plateau erreicht. Ja, gut.
So, dann lass uns mal gucken, was wir sonst noch machen können. Für die Pendler hatten wir ja schon überlegt. Sympathisierende Minister, da haben wir ein paar tatsächlich. Buszuschüsse könnten wir natürlich nochmal hochdrehen. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon, ne? Busspuren könnten wir einführen. Was würde das bedeuten? Mit zwei politischem Kapital, ein bisschen Ausgaben. Busnutzung würde nach oben gehen. Autofahrerinnen würden runter reduziert werden. Pendlerinnen würde das freuen. Mittel hoch. Busspuren, indem wir bestimmte Straßenspuren mit Busverkehr vorbehalten und eventuell Taxis, Motorräder, fließt der Verkehr besser und Staus werden vermieden. Das hat aber tatsächlich keinen Einfluss auf die Stausituation. Verbot von Autos mit hohem Treibstoffverbrauch. Guck mal, hier könnten wir auch noch mal was drehen für 3. Die Umstellung auf Elektroautos würde nach oben gehen. Die Umwelt würde es ein bisschen freuen, nehme ich mal an. Die Umweltschützer finden es gut. Kfz-Nutzung würde auch noch mal runtergehen. Der Ölbedarf würde noch mal sinken. Ist ja erstmal nicht so schlecht. Umwelt würde das auch freuen. Ja, komm, wir hauen das mal raus. Ihr seht schon, ich habe wenig Ahnung von dem, was ich tue. Können wir hier noch was machen? Fahrgemeinschaftskampagne. Die Kfz-Nutzung würde runtergehen. Was haben wir da sonst noch? Sensibilisierungskampagne für Cybermobbing. Stiftung für soziale Gerechtigkeit, der Liberalismus würde das ein bisschen nach oben treiben. Ich sag mal, das können wir natürlich am Anfang. Ach, oder machen wir das jetzt schon? Wir machen das jetzt schon, sonst habe ich das nämlich gleich vergessen. Also, wir machen das ein bisschen für die Liberalen tatsächlich. Ne, damit die uns hier weiterhin mögen. Gerade bei 50% finde ich ein bisschen zu wenig. Machen wir mal weiter. So, das Bruttoinlandsprodukt ist runtergegangen, es ist nicht so gut. Kriminalität geht weiter runter, Gesundheit geht auch runter. Ach, das liegt aber jetzt hier an dem, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben das hier gekickt. Deswegen geht hier wahrscheinlich die Gesundheit stark nach unten, ja. Ja, wir müssen was für die Umwelt tun. Hoppala. So. Verbesserung der Bonität. Die wichtigsten internationalen Kreditbüros haben die Kreditwürdigkeit ihrer Regierung erhöht. Das sind fantastische Neuigkeiten. Demzufolge sollten die Zinsraten für unsere Schulden sinken. Außerdem können wir eine Zunahme des BIP erwarten, da das Vertrauen ausländischer Investorinnen in unsere Wirtschaft steigt. Unsere kapitalistische Wählerschaft wird erfreut sein. Ihre aktuelle Bonität beträgt jetzt AAA. Das ist gut. Hier kann man auch immer noch mal reingucken. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig. Die Weltwirtschaft geht ein bisschen runter. Da müssen wir aufpassen. Entsprechend auch unser BIP. Vielleicht ein bisschen abgefedert dadurch, dass wir, ja, vielleicht. Ja, Staatsschulden wollen wir jetzt auch nicht so genau. Ist das hier? Die Ausgaben haben wir ein bisschen reduziert. Das ist gut. Und die Einnahmen haben wir ein bisschen erhöht. Ja, kann man nicht so ganz genau sehen hier. Der Zinssatz geht runter von 1,8 auf 1,7. Das hat halt hiermit zu tun, mit dieser Bonität. Das steuert den Zinssatz. Und dann geht das hier auch alles ein bisschen besser und ja, wirkt sich einfach besser aus. Wir haben einen Überschuss in Höhe von 13 Milliarden. Das ist gut. 45% würden für uns stimmen. Ja, die haben wir jetzt aber auch schon mal ein bisschen weniger gehabt. Der Quartalsbericht. Nur 45% haben vor, bei der nächsten Wahl für sie zu stimmen. Tolle Dildum-Ding-Ding.
Ja, das wird dann wahrscheinlich der blaue Balken hier sein, ne? Die 44% wahrscheinlich. 44,6, der rundet dann auf 45. Das sind die Wahlabsichten, die uns dann wählen wollen, quasi, ja. Interessant. Aber gut. Hier haben wir Atemwegsprobleme, Atemwegserkrankungen. Tabakkonsum ist ein großer Einflussfaktor. Da können wir natürlich nochmal an der Tabaksteuer drehen, würde ich sagen. Oh ja, das sollten wir auch definitiv tun. 11%, da sehe ich mich aber locker bei. Wait, wir haben nicht so viel politisches Kapital. 18, 8%. Sind 19%. Das nimmt den Tabakkonsum deutlich runter. Die Gleichberechtigung geht ein bisschen runter. Na, jeder findet es nicht ganz so cool. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht. Ich sag mal, okay, wir können mal überlegen, was wir sonst noch machen können. Tabak verbieten, das scheuert nur die Sache wieder hoch. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mit der Umwelt auseinandersetzen. Was haben wir denn hier? Umweltverschmutzung, die Kfz-Nutzung. Flugverkehr ist ein hohes Dings. Internationaler Handel ist natürlich gut. Airline-Steuer. Die Airline-Steuer können wir auch mal nach oben setzen. Von 9% auf 16%. Na, machen wir ein bisschen Einnahmen. Finde ich gut. Der Flugverkehr geht deutlich runter. Tourismus wird auch abgesenkt. Finde ich gut, machen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob man so viel Tourismus braucht. Was ist das hier? Das sind die Steuern, ne? Einkommenssteuer. Huff, 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 huff. Was haben wir hier unten noch? Verbraucherschutzbehörde, Adipositas. Kampagne fürs Radfahren, Kampagne für gesunde Ernährung. Ne? Das. Ich sehe schon, das habe ich mir schon 100 Mal angeguckt. Was heißt das hier eigentlich in den Klammern? Fahrradzuschüsse. Die Kfz-Nutzung, die müsste doch weiter nach unten gehen. Kraftstoffsteuer. Müssen wir ganz kurz gucken. Autofahrer sind halt auch eine ganze Menge, ne? 43,8% sind Autofahrer. Das darf man eben auch nicht so außer Acht lassen, ne? Die Umweltschützer finden uns halt auch nicht so cool, obwohl wir so viel quasi versuchen zu tun, ja? Programm für intelligente Zähler. Emissionsbeschränkungen für Kfz hatten wir ja schon eingeführt auf Mittel, ne? Naja. Airline-Steuer. Antibiotika-Verbot. What? CO2-Ausstoß. Pflanzliche Ernährung. Wie wäre es denn damit? Kampagne für gesunde Ernährung haben wir schon. Nahrungsmittelpreise. Zuschüsse für Biotreibstoff. Das Einzige, was wir da an Nachteil hätten. Nee, warte mal, das gehen die Autofahrer wieder hoch, ne? Und die Nahrungsmittelpreise würden steigen. Ja, das ist auch blöd, weil dann ernähren sich die Leute halt wieder von Junkfood, so wie ich quasi. Das ist auch nicht gut. Umweltverschmutzung.
Ja, die Kfz sind halt ein großes Ding. Atemwegserkrankungen. Tabaksteuer. So ist es jetzt. Das wird die Raucher nicht toll, werden die nicht toll finden, aber man muss halt ein bisschen gucken, ne? So, wir bringen unsere Staatsschulden nach unten. Das finde ich gar nicht so schlecht. Können wir noch irgendwas einführen vielleicht? Tourismus-Werbekampagne. Warte mal, wollte ich nicht irgendwas? Fahrgemeinschaftskampagne hier. Die Kfz-Nutzung geht runter. Machen wir mal. Hauen wir mal auf Volllotte raus. Haben wir noch zwei. Können wir mal gucken, was wir sonst noch machen. Für Cybermobbing. Finde ich auch gut. Volles Programm. Ja, das mögen die Eltern und die Jugend. Die Eltern ist okay, die sind auch, die mögen uns ein bisschen. Die Jugend ist nicht so viel, mag uns aber deutlich mehr als deren Eltern. Aber gut, die Eltern zahlen ja auch Steuern an uns, ne? Und die Jugendlichen noch nicht. Das ist so der Unterschied wahrscheinlich. Okay, gucken wir mal. Das BIP geht runter, das ist bedauerlich. Die Arbeitslosigkeit geht hoch, das ist auch blöde. Dürre. Nahrungsmittelpreise steigen. Das ist natürlich jetzt so ein Event, das kann man halt nicht beeinflussen. Schlimm. Vorsicht, neue Situation. Steuerhinterziehung. Na, okay. Da muss man halt mal gucken, ob man da jetzt nicht hier in der Korruption was drehen kann. Hier durch die Polizei zum Beispiel. Einfach denen mal ein bisschen mehr Geld geben. Mal gucken, was passiert. Wie viel haben wir denn jetzt gegeben? 2, die Korruption geht runter, das antisoziale Verhalten geht runter. Beamtete Personen. Das heißt, auch die Arbeitslosigkeit müsste runtergehen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Also ein bisschen halt, ne? Machen wir es doch richtig, oder? Ich meine... So. Wir haben ja gerade die Kohle. Der pensionierte General Ulrich Rilke spricht heute Abend mit uns über den schockierenden Zustand unseres Militärs. Unsere Umsetzung der Maßnahme Militärausgaben ist so erbärmlich, dass unser Militär es nicht einmal schafft, eine Verteidigung des Landes aufzubauen. Munitionslose Waffen, Panzer ohne Ersatzteile, völlig unzureichend erwartete Luftfahrzeuge. Das ist das Ergebnis der schockierenden Entscheidung unserer Regierung. Ja, es ist sehr... Oh, jetzt haben wir hier Unternehmensflucht. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsrechte. Okay, da müssen wir gleich mal gucken, ob das wirklich ein Problemchen ist, wenn die alle fliehen. 45%, ja, ist immer noch gleich geblieben, alles klar. Hier blinkert denn irgendwas? Blinkert irgendwas Neues? Nee, ne? Immer noch die hier. Umweltverschmutzung. Aber hier, guck mal, wir sind da runtergekommen unter den Stoppauslöser. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich runtergehen. Ja, vielleicht warten wir da mal noch eine Runde ab. Hier sind wir jetzt zumindest schon unter den Startauslöser gekommen. Da warten wir auch mal ab. Unternehmensflucht, das ist jetzt hier ein bisschen das Problem, ne? Wo könnten wir jetzt hier was dran drehen, dass die wieder da runterkommen? Ja, wir müssen jetzt theoretisch richtig weit runter. Unter diesen Stoppauslöser hier. Damit die Flucht überhaupt aufhört, ja. So, die Arbeitswoche wird länger. Tja, was könnte man machen, ne? Die Löhne werden geringer. Die Produktivität steigt.
Kapitalisten, tlum, tlum, tlum. Schwierig. Hier, wir könnten am Dreiviertelgehalt. Wir könnten am Mutterschaftsurlaub ein bisschen drehen. Hier, die Unternehmensflucht würde ein bisschen sich absenken. Das ist halt nicht cool. Halbes Gehalt. Aber ich sag mal, die Unternehmensflucht ist halt auch blöd, ne? Gar kein Job ist immer noch schlechter als einen schlecht bezahlten Job. Können wir jetzt sonst noch überlegen, was wir sonst noch so drehen können. Körperschaftssteuer könnten wir natürlich auch senken. Nicht konkurrenzfähige Unternehmen. Wirtschaft, Unternehmensflucht, das ist der Button hier. Ja, okay. Also wir würden ein bisschen versuchen, das aufzuhalten, dass wir hier wieder unter den Button kommen. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Warte mal, jetzt habe ich das hier gerade geändert. Die Körperschaftssteuer, das braucht auch nur eine Runde. Okay. Ja, gar nicht so einfach, so ein Land zu regieren. Ne? Puh. Naja, gut. Und unsere... Unsere Leute mögen uns auch nicht so richtig mehr, oder? Naja, das wird schon. Wir müssen ein bisschen durchhalten, glaube ich. Das ändert sich auch mit der Körperschaftssteuer hier. Nun gut, jetzt haben wir noch 6. Sparen wir die auf. Tabaksteuer, ihr seht, es ist noch nicht ganz fertig hier. Also wir sind hier noch dabei. Aktuell sind wir bei 11,29, 18, das ist also noch okay. Das heißt, das wird hier auch nochmal runtergehen. Umweltverschmutzung, das ist halt wirklich ein Thema, ne? Aber wir sind da jetzt unter dem Button hier, unter dem Stoppauslöser. Das heißt, das müsste sich jetzt eigentlich auch gleich regulieren. Und das verstehe ich nun wirklich nicht. Von 63 auf 65, obwohl wir hier Sport machen, obwohl wir die Gesundheitscoupons, also wirklich viel machen. Wow, hoppala. Gesundheitscoupons, das lassen wir mal ganz schnell. Das ist ja richtig teuer. What the heck? So. Wir können doch mal bei Polizei gucken. Warte mal, wo ist denn... Das hier sind die Personalausweise. Die können wir eh nicht mehr erhöhen. Was haben wir denn hier? Strafvollzug. Den Liberalen ist die Wiedereingliederung von Häftlingen sehr wichtig. Sie sollten in der Lage sein, Arbeit zu finden und nach Entlassung nicht wieder rückfällig zu werden. Für Konservative sind Justizvollzug aus Anstalten ein wirkungsvolles Abschreckungsmittel, wo Häftlinge für ihre Taten bestraft werden. Ja, jetzt haben wir hier sozusagen die Möglichkeit, mit 5 politischer Einfluss teilnahmsvoll. Mhm. Die Kriminalität senkt das ab. Ich weiß nicht, warum wir jetzt zweimal Kriminalität haben. Die Konservativen finden das auch nicht so gut. Die Liberalen. Doch, die Konservativen finden das gut, genau. Die Liberalen nicht so gut. Die Kriminalität nimmt zu bei dem ersten Button und bei dem anderen Button ab. Ja, weiß jetzt aber auch nicht, was das bedeutet. Teilnahmsvoll geht zurück. Liberalismus geht zurück. Bildung geht zurück. Hier von 3,9 auf 5,4. Verstehe jetzt nicht genau, was das hier ist. Kriminalität. Und das hier ist auch Kriminalität. Ja, seltsam. Seltsam, oder?
Wie heißt, wenn wir Überwachungskameras einführen? Was haltet ihr denn davon? Liberalismus findet es nicht so gut. Antisoziales Verhalten geht zurück. Kriminalität geht zurück. Gewaltverbrechen geht zurück. Das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Weit verbreitet. Also ich würde mal sagen, so ein paar Kameras, das geht schon noch. Klar, würde ich denken. Ja. Also ich merke schon, was ist das hier? Zuschüsse zu... Depositas geht runter, Nahrungsmittelpreise gehen runter. Nehmen wir, einführen, volles Programm. Hier Zuschüsse für Reformkost, da geht Adipositas aber richtig runter. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Schluss für heute. Ja, gar nicht so einfach, so ein Land zu regieren, gibt so viele Stellschrauben. Und nächste Folge gucken wir uns an, was daraus geworden ist. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann.